Warum ich glaube, dass diese Ladesäule von einem Scherzkeks aufgebaut wurde, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das bereits. Wie fange ich am besten an? Also, Lidl baut ja fleißig Ladeinfrastruktur. Das ist ja toll, das ist ja super klasse, das ist für Kunden kostenlos nutzbar. Deswegen will man hier eigentlich auch nicht meckern, ne? Und die haben schon richtig, richtig viel. Die haben kürzlich auch nochmal eine Kooperation, also die Schwarzgruppe als solche, Lidl und Kaufland, sind eine Kooperation mit VW eingegangen. Im Zuge des Carsharings WeShare wollen sie dann quasi halb öffentliche Ladesäulen errichten, die tagsüber allen Kunden zur Verfügung stehen und an denen nachts dann die Carsharing-Fahrzeuge geladen werden. Soweit so gut. Das ist eine tolle Idee. Das ist alles relativ nice. Worum es mir aber heute geht, ist, wir haben hier in Berlin im Mierendorfplatz, ein Mitglied unserer Interessengemeinschaft kam hier durch Zufall vorbei und fragte, sag mal, ganz im Ernst, wie soll man jetzt hier dran laden? So, da steht der Ioniq innerhalb der Parkmarkierung, sage ich jetzt mal. Da steht der Schnelllader und hier ist noch eine Parkmarkierung. Also, gehen wir jetzt mal davon aus, dass der Ioniq kein Ioniq wäre, sondern er wäre ein i3. Dann könnte ich mit Sicherheit, ja, doch, das reicht. Es ist gut, es ist jetzt noch nichts ausgeschildert, aber wenn jetzt hier jemand steht und lädt, man kann ja nie so doof denken, also, jetzt mal ganz im Ernst, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, anhand dieser Markierung. Also das ist jetzt hier genau in die Ecke gebaut. Das ist in Ordnung, vielleicht lag hier einfach der Strom so an. Mein Gedankengang wäre ja gewesen, naja, wenn man den da hinbekommen hat, den Strom, dann hätte man ihn noch einen Parkplatz in die Mitte weiter legen können. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Oder, ja, weiß ich nicht, die Parkplätze anders markieren oder... Irgendwie, also solange jetzt hier niemand steht, und ich zeige es euch, da wo ich jetzt stehe, solange dort niemand steht und hier würde jemand laden, könntet ihr ja hinten in die Lücke euch neben diese Säule stellen und könntet dort quasi laden. Wenn das jetzt aber jemand ist, der euch ärgern möchte, dann steht ihr dort quer hinter und er stellt sich einfach ordnungsgemäß in die Lücke rein und dann habt ihr gelitten. Also... Deswegen Ladesäulen oder E-Mobilitätsunfug Teil 3, blend's mal hier, da irgendwo, weil ich will jetzt nicht richtig meckern, eine kostenlose Ladesäule ist toll, ja, aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht was ausprobieren würde. So, nächster Versuch. Nehmen wir mal den CCS. Ja, das würde gerade so, ihr seht, es würde gerade so vielleicht noch ein paar Zentimeter weiter hinten passen. Dann ist Schluss. Jetzt zeige ich euch aber mal, wie mein Ioniq dasteht. Könnt ihr es erkennen? Er steht schon vor der eigentlichen Markierung. Das heißt also, ich habe ziemlich weit
vorne gehalten, weil der tatsächlich, würde ich bis hinten ranfahren, würde ich den CCS-Stecker niemals reinbekommen. Das heißt also, für den Ioniq beispielsweise oder einen Tesla Model 3, die nun mal hinten links den Anschluss haben, oder auch wie wir ja auf den, ich verlinke das Video mal hier oben, wo wir auf den Green Day, Green Tech Festival waren, bei der Formel E, der neue DS, der vollelektrische, oder auch der, bin der Meinung, der Peugeot 200 irgendwas, der vollelektrische, alle haben den Anschluss hinten links. Das heißt, für die alle geht diese Säule nur auf diesen Platz. Jetzt würde ich sagen, ein BMW i3 würde hier auch hinpassen und könnte das Kabel sicherlich hinterm Auto langziehen. Ich denke mal, wenn er, naja, müsste sich dicht dran stellen, aber dafür könnte es reichen. Nur dann ist der Hass ja wieder vorprogrammiert. Jetzt stellt euch vor, hier steht ein BMW i3 und ihr kommt an mit dem Ioniq und es ist nur diese Seite frei. Mann. Muss das sein? Aber noch eine Idee. So. Dann schauen wir mal. Man nehme einen CCS-Stecker, führe ihn hinter den Ioniq lang und ja, oh, aber ernsthaft, mit Mühe und Not. So, noch ein Stückchen dichter ran. Ja. Jetzt würde ich den CCS reinbekommen. Aber jetzt habe ich ein anderes Problem. Ihr seht schon, ich stehe ziemlich dicht an der Säule. Das ist nicht das Problem, aber guck mal, da ist eigentlich die rechte Außenmarkierung. Das bedeutet, wenn jetzt hier jemand steht, die ist ja hier erst zu Ende, würde sich zum Beispiel dieser Kombi hier hinstellen, würde ich nie im Leben wieder rauskommen. Also, halten wir fest, ich dachte schon, die Tank- und Rastsäulen sind alle ein bisschen dusselig gestellt und man hat da nicht wirklich nachgedacht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass August 2019 bei Lidl echt jemand ist, der so überhaupt nicht überlegt. Also Lidl, falls du das siehst und wir werden dir dieses Video schicken, mach mal bitte längere Kabel ran. Also das wäre jetzt so der Lösungsvorschlag. Wobei, gucken wir gleich mal, wenn wir schon diese Forderung stellen, ob denn eine Zoe problemlos laden könnte. Ja, könnte sie. Na gut. Also, bitte. Schademo und CCS, ein bisschen mehr Kabel und beim nächsten Mal ruf uns an, Lidl, oder schreib uns eine Mail, Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg, igembb.de. Oh Mann, ey. Naja, gut, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wollte euch nur einfach nur mal so einen E-Mobilitätsunfug zeigen, bevor ihr euch ärgert und hier an der Lise-Meitner-Straße in Berlin ankommt bei Lidl und hier vielleicht rechtmäßig parkende Autos stehen und ihr einfach den Ladestecker nicht ranbekommt, aber ihr Strom braucht. Hier um die Ecke ist auch noch ein HPC-Charger von der Telekom. Ja, der kostet, aber ich blende jetzt hier mal so ein bisschen die Karte ein, dann seht ihr, das ist echt nicht weit, also da kannst du rüber spucken, ne? Das soll es aber jetzt wirklich gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wenn ihr sehen wollt, was wir sonst noch so in unserem Alltag entdecken und was wir sonst noch so machen, dann abonniert gerne den Kanal. Wenn ihr die Glocke klickt, dann bekommt ihr sogar eine Benachrichtigung. Und das war es jetzt genug mit Eigenwerbung. Tschö, bis zum nächsten Mal.